Was sind die News? Die News sind all the extra contents. Was sind, it's even better to try the true end. Look at me, tips. True end after viewing all the extra contents. Da versuchen wir erstmal die ganzen extra contents. Was steht in der Shift? Okay, ich muss rennen. Change views. Okay, könnte Menü interact. Wow, okay. Die Rätsel sind super einfach. Jeder kann sie lösen. Manche Items werden nicht automatisch benutzt. Das sind Flashing Images und Picture in High Contrast, as well as Dark Themes and Spooky Moments. Spooky, spooky. Please check Read Me for Details before I'm playing. Vergiss es. Alles fiktional. Es gibt 5 Endings im Game. Extra Room can be unlocked when you achieve True End or Bad Happy End. And collect 10 stars. All the artworks in the game are original. Please do not use or distribute them. Wir können den Blog besuchen. Fanart and Let's Play Videos are welcome. Bitteschön, da mache ich doch gerade noch ein Gefallen für dich. Have fun. Please respect the developers, characters and everybody, of course. Somnambulism. Schlafwandeln. Somnambulism ist der Fachbegriff für Schlafwandeln, würde ich jetzt mal sagen. Und Dreamfarer is a condition in which this travels returns in a state of wakefulness. Also Dreamfarer ist im Grunde ein Tagträumer, ne? Also man reist durch seine Träume, obwohl man eigentlich wach ist. Das bin ich. Ich bin ein Tagträumer. In der Zukunft, also in vielen Jahren, wurde das Träumen als Krankheit angesehen. Also dies. Also nicht so gerne angesehen. Oh, was ist mein Dictionary? Ich muss da mal nachschauen. Wo war das Wort? Ein Dictionary. Kaputsche ist wieder schneller. Bestimmt. Kaputsche ist bestimmt wieder schneller. Was habe ich recht? Du hattest recht mit was? Was? Mit was? Achso, mit der Spielaufnahme. Ha! Ha! This is. Krankheit vor. Ja. Also, du meinst du das mit. Ah ne, und Spielfall. Ich hatte sogar beides mal recht. Ich hatte recht, dass dies Krankheit heißt, worauf ich sehr stolz bin. Auf mich. Und die Spielaufnahme funktioniert nicht. Ha! Es wurde als geistige Krankheit angesehen, also in der Zukunft. Und es bringt nichts zu träumen. Die Menschen, wo Gehirnwäsche unterzogen wurden und nun ohne Gefühle leben, durch den Prozess der Technologie glauben, dass das Träumen jetzt verboten ist. Also, Träumen ist auf jeden Fall verboten. Daher wurden viele Medikamente entwickelt, damit man erst gar nicht anfängt zu träumen. Das ist sehr schade. Ich träume gerne. Vor allem bei meinem letzten Traum, wo ich von Burgern geträumt habe. Das war, glaube ich, der schönste Traum, den ich jemals hatte. Ja, die brauchen Gefühlssensing. So wie ich? So wie ich wurde, ja. Even Wickedness. Warte, was war überhaupt der letzte Satz, wo ich jetzt gerade. So lenk es nicht ab. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum es geht. Was heißt Wickedness? Das kann ich jetzt nicht. Also genau, es wurden Medikamente Dingens entwickelt. Wickedness, wenn ich das so richtig schreibe. Nein, das Wort gibt's nicht. Da habe ich irgendwas falsch geschrieben. Wickedness. Impfstoffe, danke. Es wurden sogar Impfstoffe entwickelt. So. So das in den dunklen Nächten.
wunderschöne Träume verschwunden sind, wie Sterne. Genau. Es gibt keine Fantasie mehr oder Träume. Ich muss nicht träumen. Ich brauche keine Träume. Ich fühle mich müde. Und dann machte ich in einen Traum auf. Der Impfstoff hat wohl nicht angeschlagen. Wo bin ich? Ich? Träume ich? Naja, kommt mir so vor. Also. Ich muss aufwachen. Weil das ist ja ein Traum. Oh mein, was tust du denn da? Wer ist denn da? Peter? Du hast keine Ahnung, was passieren würde, wenn du von diesem Cliff runterspringen würdest. Ich dachte, ich könnte aufwachen, wenn ich im Schlaf sterbe. Nein, das ist nicht der Fall. Ich hatte dieselbe Idee, aber das hat mir ganz schön viele Probleme eingearbeitet. Und ich wurde dann zu komischen Orten transportiert. Oder bin dann an komischen Orten gelandet. Aber sogar wenn es nur ein Traum ist, du würdest dich umbringen, wenn du den Traum verlässt? Komische Orte in Malfitaka. In Malfitaka. Ein Traum ist nicht das, was du jeden Tag hast. Wieso bist du denn so, so bestimmt, jetzt aufzuwachen? Vergiss es. ich weiß, wie es in der Außenwelt ist. Möchtest du wissen, wie du hier rauskommst? Es ist schließlich mein Traum. Warum bin ich im Traum von jemand anderem? Vielleicht sind unsere Träume ineinander, also haben sich ineinander gegriffen. Siehst du? Sobald du ganz oben bist auf diesem Gebäude, kommst du wieder in deine reale Welt zurück. Danke. Einfach so knallhart vorbeilaufen. Warte eine Sekunde. Ihr seid da ganz alleine dahin gehen? Ja, wieso nicht? Da hat auch ein Pflaster auf der Hand, ist sein Herz auch gebrochen. Ich glaube, ich werde nicht spoilern. Es könnte gefährlich sein für ein kleines Mädchen wie du, den ganzen Weg allein zu reisen. Lass mich dich eskortieren. Außerdem habe ich da auch was zu erledigen, von daher. Was sagst du dazu? Diese Person sieht nicht aus wie eine schlechte Person. Ach so, aber die Krankenhauskleidung, die anhat, ist ein bisschen verdächtig. Kann ich im Traum? Yes. Nun dann, lass uns zusammen gehen. Ich vergaß, mich selbst vorzustellen. Schon in Ordnung, ich... Was ist das? Sorry? Achso, das steht auf deinem... Der Cappuccino ist deutlich wieder gekillt. Das steht auf deinem, also das Namensschild. Almond, Bett 2, Raum 201, Nummer 1, Psychiatrie. Oh ja, stimmt. Was ist dann dein Name? Polaris. Oh, wie der Nordstern, das ist ein wunderschöner Name. Jetzt sind wir Freunde, oder? Wo wir die Namen des anderen kennen. Du kannst mich einfach nur Almond nennen. Wir sollten jetzt gehen, Mister. Mister? Sehe ich so alt für dich an. Okay, lass uns gehen, Polaris. Psychiatrie, der gehört auch zu uns hier. Also, wir können die Aussicht verändern, indem wir A drücken. Dann sehen wir entweder die Welt durch Polaris Augen oder durch Almonds. Die Sachen, die wir dann sehen können, sind dann leicht voneinander unterscheiden. Cool.
Profil hier den Stern. Twinkle, twinkle, little star. I'm jumping. Na. Der musste früher oft rumhüpfen, der Arme. Da ist etwas oben. Oh, das da. Ja, du kommst da nicht dran, ja? Alles klar, hier, ich habe es für dich. Psychic Boy and Broken Heart Dude. So heißen sie nun. Polaris ist ein Mädchen. Nur so zu Info. Also, ich wollte es mal nur erwähnt haben. Psychic Boy is a Broken Heart. Was? Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen zufrieden. Ich habe einen Stern. Danke. Sieht aus wie ein Junge. Das sieht doch nicht aus wie ein Junge. Dein Ernst? Sieht das aus wie ein Junge? Der hat halt kurzes Haar, aber... Das ist ein Mädel. Das Polaris ist ein Mädel. Das ist ein Junge. Oh, einen Stern habe ich gar nicht bemerkt. Ein wachsender Baum ist voll von Leben. Ich glaube, ich habe es mal versucht zu bürgeln. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es funktioniert hätte. Und. Ups. Mach mal. Die Kerze? Das ist sehr warm. Oh, ich kann speichern! Sehr schön. Jetzt ist es nicht süß. Das ist ein Kerzenjunge. No. Yo, Almond. Ist er nicht cute? Genau deswegen mag ich das nicht. Yo, kleine Kerze. Guten Abend. Oh, wer ist denn dieses süße Mädchen hier? Ein träumendes Kind. Oh, kann ich mit dir spielen? Ich schätze schon. Aber sie ist nicht in der Lage, dich zu sehen. Ach, wie schade. Ich spiele gerne mit Kindern. Die sind so liebevoll. Aber ist schon in Ordnung. Armand ist auch liebevoll. Oh, du bist in dem Spiel schon seit 2 Jahren. Also, das ist schon lustig, wenn ich dich so umherwandern sehe, so ab und zu jeden Tag. Soll das ein Kompliment sein? Ja. Ist da. Mit wem reden wir denn da? Mit der Kerze, wie du siehst. Ah ja. Kerzen reden nicht. Aber ich rede, ich kann reden, sogar singen. Alles ist wirklich in deinem Traum. Würdest du es gerne mal ausprobieren? Was ausprobieren? Öffnen. Schließen deine Augen. Da schwimmt eine Qualle vor dir. Stell dir vor, wie sie da so vor dir schwimmt. Und dann öffne deine Augen. Versuch es. Ich denke, das ist etwas, was du selten getan hast. Wie kann das sein? Siehst du? Das ist unmöglich. Wie würden eine Qualle durch die Luft fliegen? Zack, schon ist sie weg. Oh, sie ist fort. Du kannst nur sehen, woran du glaubst in deinen Träumen. Ich habe anscheinend sehr an meinen Burger damals geglaubt. Ich habe an den Burger geglaubt. Glauben ist bestehen. Believe in existence. Ich brauche es nicht. Alles klar, dann lass uns gehen.
Aber das nächste Mal werde ich mich nicht so mich nicht so erschrecken, wenn du mit Dingen in deinen Träumen redest. Also, hallo, hallo. Möchtest du mich singen hören? Da komme ich. La 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 la. Bitte doch was, oder? Ja, du glaubst an mich. Du hast verlernt zu träumen. Ich glaube. Gefühlt Sensei wird jetzt noch zum träumerischen Sensei. Zum Traum-Sensei. Das goldene Sonnenlicht fällt wie. Also fällt in die Bäume und sieht aus wie Honig. Ich frage mich, ob es auch so süß schmeckt. Ah, mein Akku. Moment. Ich muss den Platz tauschen. Ich muss mal wieder. Wo ist die Fläche? Warte, wie kann ich das schaffen, dass ich mich anfange? Also eigentlich gibt es ja diese komischen Schlafphasen und dann müsstest du es theoretisch schaffen, genau dann aufzuwachen, wenn du gerade träumst. Ich frage mich aber nicht, in welcher Phase nochmal die Traumphase ist. Aber in irgendeiner Phase träumt man sehr aktiv, sensitiv. ja, wie auch immer. Und wenn du genau da aufwachst, dann kannst du dich an Traum erinnern. Das ist zum Beispiel auch der Grund, wieso man sich super gut an Albträume erinnern kann. Weil du wachst ja dann in der Regel vom Albtraum auf. Also praktisch, du bist im Albtraum, wachst ja dann auf. das ist ein Grund, warum man sich an Albträume sehr gut erinnern kann. Also besser wie an Träume. Allerdings ist es ja auch so, wenn du dann aufwachst und du weißt noch, dass du geträumt hast, aber du vergisst es dann ziemlich schnell wieder. Also nach 5 Minuten oder was hast du schon vergessen, dass du was geträumt hast. Beziehungsweise du weißt vielleicht noch, dass du irgendwas geträumt hast, aber du weißt nicht mehr was genau. Und ich glaube, es gibt auch so eine Statistik, sogar 5 Minuten weißt du noch. So ein bisschen was, nach 10 Minuten weißt du noch, dass du irgendwas geträumt hast und nach 15 Minuten hast du schon vergessen, dass du überhaupt was geträumt hast. Aber man träumt ja immer, so träumt ich dann so selten in dieser Phase. Also wie wache ich dann so selten in dieser Phase auf? Weil du anscheinend ausschläfst. Weil du anscheinend entweder ausschläfst oder du schaffst es halt wirklich alle Phasen zu schlafen, bis du dann aufwachst. Manche Träume vergisst man nicht. Snackpot. Ja, manche Träume vergisst du nicht, weil du halt entweder weil du die halt sehr oft immer wieder träumst, das gibt's ja auch, diese Fortsetzungsträume, oder immer wiederkehrende Träume, oder wenn du irgendwas Krasses geträumt hast und du denkst den ganzen Tag noch immer wieder darüber nach, wie krass dieser Traum war, und dann dementsprechend, also, da kann ich ja nicht rein. Also. Was? In a piece of strange looking paper. Take a look. It is sad, es ist traurig. Ja, das heißt, der Schultraum war total krass. Der hat dich so verwirrt, dass ich das den ganzen Tag beschäftigt habe. Und deswegen weißt du es noch. Kann aber auch sein, dass du halt nach einem Jahr schon wieder vergessen hast, dass du heute jemals einen Schultraum hattest.
kommt halt darauf an, wie oft du dich immer wieder daran erinnerst. Weil desto öfter man sich etwas durch den Kopf gehen lässt, desto besser merkt man es sich auch. Bist du traurig? Rot ist die Farbe der Wärme. Und so war es wahrscheinlich immer. Trotzdem, in einer anderen Welt kann die Farbe der Kälte vielleicht Wärme bringen zu einem erfrorenen Herzen. Verwirrend. 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 Ja. Help me, I'm so cold. Red color looks wrong, why does he still feel cold? Ja, ich mache jetzt etwas. Ich tue das jetzt. Ausmalen. Und zwar blau. Thank you. Jetzt ist es nämlich warm. Und ich habe einen Stern erhalten. Sehr gut. Hätte ich noch was machen können? Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Schade. Hey! Aber das sieht so süß aus. Heutige Spezialität, süßer Apfel. Jetzt leer. Das sind Schlangen in einer Urne. Ich möchte mich dem nicht nähern. Probieren wir nochmal durch. Huch, da sind Scheren. Yes, we take it. Snake Pot. Kann ich das mir ausleihen? Ja, du kannst sie haben. Brauchst sie auch nicht zurückzubringen. Diese roten Äpfel am Stiel und Knusper. Candy Apple. Diese bei den Jahrmärkten. Diese. Wie heißen die? Diese gezuckerten Äpfel. Jetzt bin ich gerade selber am Strauchen. Candy Apple halt. Ja, mit halt diesem süßen Überzug. Ich weiß gerade auch nicht, wie die heißen. Die sind so lecker. Also, das wäre normalerweise Brot. Candy Apple. Ja, reden wir nochmal. Die sind so lecker. Guten Morgen, Al. Und das kleine Mädchen hier da drüben, was würde sie denn gerne haben? Mach ihr keine Angst, sie versteht dich nicht. Was ist mit dir? Brot? Schon in Ordnung bei mir. Oh, wie schade. Das ist ein bisschen eklig, sich vorzustellen, wie sie Brot bäckt. was hat dieser ekelhafte Gesichtsausdruck zu bedeuten? Nein, das würde ich schon niemals tun. Nun, dann hoffe ich, dass du was für mich erledigen kannst. Kannst du die Bienen fragen, dass sie mir ein bisschen Honig geben können? Ich wollte ein paar Candy Apples machen, für Cappucci, aber mir ist der Honig leer gegangen, also ausgegangen. Und wieso tust du es nicht selber? Dann müsste ich durch den ganzen Garten gehen, um die Bienen zu besuchen. Und du weißt, ich bin allergisch gegen Pollen. Ja. Deine Haare niesen dann. Und dann beißt du dir auf die Zunge. Und durch dein eigenes Gift kippst du dann um. Ich erinnere mich. Bienen, da gehen wir nicht hin. Doch, das sind Bienen, keine Wespen. Bienen. Ich werd sauer, wenn du weiter so redest. Dann sollte ich lieber die Klappe halten. Also, kannst du es für mich tun? Ja, klar. Gut. Was soll ich sonst noch sagen? Fantastisch. Ich wusste, du würdest mir helfen. Die haben auch Stangen, Brummen, Summen. Also, aber es ist auch in Ordnung, wenn ich keinen Honig besorgen kann. Und das war lieb. Dann mach's gut. Dann mal.
Sind hier irgendwo Sterne? Nee, ne? Oh. Pflanzen, die ich nicht kenne. Eine sehr wunderschöne Rose. Aber wieso ist sie so groß? Weil Öko. Lady Rose, ich möchte nicht mit dir reden. Oh, was für ein Temperament. Okay, dann nicht. Was sagt sie denn dazu? Es ist süß, aber wieso so gigantisch? Ja, so eine Gigant, guck mal, die ist ja so groß wie wir. Kapucci, das, guck mal. Die Biene ist genauso groß wie du. Stell dir das mal vor. Hau den Jungen mit der Fliegenklatsche. Ich musste auch gegen eine Spinne ankämpfen, die nicht so groß war wie ich, sondern 500 mal größer war als ich. In dem einen Spiel, erinnerst du dich? Und ich habe es auch überlebt, also. Ich wünschte, ich könnte im Garten spielen. Wieso nicht? Ich darf nicht. Lady Rose hat gerade schlechte Laune. Und sie wird dann wütend auf mich sein. Ja, nimm sie mich zu. Sie ist nicht so unkompliziert. Also sie ist schon kompliziert. Hast du vielleicht Honig? Ein Freund von mir bräuchte gerade was davon. Und ja, es ist Snakebot. Das aussieht, wenn so ein Fliegeding zum draußen würde es verstehen. Da würde ich mich bestimmt kaputt lachen. Da wäre ich zum Ende, würde ich zum ersten Mal kaputt gehen. Und lachen. Wenn sein Fliegeding zu dir fliegt. Alles. Was ich tue, ist Honig süßen. Du bist doch eine Biene oder etwa nicht. Aber diese Bienen, wo da in diesen komischen Dingen wohnen, die haben Honig. Ich habe sie gesehen, aber ich habe Angst, dass sie nicht wegjagen werden. Jetzt hat jeder darüber gelacht. Mein Beileid. Nicht. Hey, über mich lacht auch jeder mit meiner Spinnenphobie. Ich nehme auch keine ernst. Also, tja. Jetzt weißt du mal, wie ich mich fühle. Oh, ich habe eine Idee. Wenn du mit Lady Rose gehst und sie überreden kannst, dass ich in den Garten spielen darf, dann frage ich die Bienen nach etwas Honig. Okay, schon. Great, hurry up. Ich denke, du schaffst es. Dann gehe ich nochmal zu Lady Rose. Als ob schon mal ein Uhr. Moment. Aha, Spinis sind nicht so gruselige Fliegedinger. Was soll ich sagen? Ich finde Fliegedinger nicht so gruselig wie Spinis. So. Und wenn du kein Verständnis für meine Phobie hast, dann habe ich auch kein Verständnis für deine Phobie. Ganz einfach. Also, dein Nachbar hat eine Bitte wegen deinem Garten. Nein, das ist unmöglich. Geh weg. Bitte hör mir doch wenigstens zu. Ich möchte nicht zuhören. Ich werde niemanden Erlaubnis erteilen, egal was kommt. Failed. Und wenn sie fragt? Schade. Wir machen weiter. Ich habe Verständnis. Ich meine nur. Spinnings vielleicht ein bisschen wird nicht so ein. Naja, Spinnings hörst du nicht. Wespen hörst du dann wenigstens. Ich meine, die summen. Meine Spinnen, die sind ganz still, also die können sich eher anschleichen wie deine Fliegedinger.